manche Leute sind aus dem Zug ausgestiegen, die haben dann da versucht, wir ja auch mit dem Zug zu flüchten, sind ja auch einigermaßen da in Scheune angekommen noch, aber da ging es dann schon los. Da wurde schon einem da alles aus der Hand gerissen und wenn es geht, wenn sie noch eine, einigermaßen eine Jacke anhatte, die wurde auch noch ausgezogen und ihn vom Leibe gerissen. Und wir sind ja am 1. Oktober, meine Mutter und ich, mit dem Zug bis Scheune und nachher sind wir dann bis Eberswalde, von Scheune bis Eberswalde, da sind wir bei einer guten Bekannten untergekommen für ein oder zwei Nächte. Und dann nachher nach Berlin und da hatten wir gute Bekannte, da konnten wir kurzfristig bleiben, aber wir wurden nicht mehr aufgenommen in Berlin, weil Berlin schon überfüllt war mit Flüchtlingen und Flüchtlingslager und alles. So, und dann kam eine Tante von Thüringen, die war in Thüringen und die hat mich dann nach Thüringen genommen. Die war da bei einer Bäuerin in Stellung, was ja auch nicht ihr Beruf war. Und dadurch hatte ich dann wenigstens ein bisschen zu essen und zu trinken. Und meine Mutter ist noch zweimal zurückgefahren nach Hitzdorf. Wenn ich das heute überdenke, die hat sehr viel gewagt, wenn die Polen sie festgehalten hätten, der wäre meine Mutter schon rechtzeitig losgeworden. Und hat noch zweimal ein Stück Bett geholt. Und dann nachher, inzwischen hatte sich auch mein Vater angefunden, der war hier bei Neubrandenburg, Sadelkow hieß der Ort. Und da konnten wir aber auch nicht bleiben. Und dann war schon mein Onkel, da wo ich jetzt noch wohne, in Tramstow, der hatte da eine Siedlung und da war noch eine Siedlung übrig und die haben wir dann genommen und kann man sagen, haben sie erst mit den Händen Urbei gemacht, aber meinen Vater hatten wir ja nicht mehr lange, der hat sich wohl aus der Kriegsgefangenschaft eine Krankheit mitgebracht, der starb uns ja dann schon 48. Mhm. Ne? Und so war das Leben. Und dann haben wir uns weiter durchgekämpft. Ja, da kam denn, da haben sie uns da ein Scheune damals, wie wir am 1. Oktober da waren, da haben sie uns dann einen Stall buxiert, da war Stroh drin und da sollen Kriegsgefangene den Tag zuvor rausgegangen sein. Und den nächsten Tag, da haben sie versucht, irgendwie von Scheune wegzukommen. Ja. Und dann wurde da ein Zug zusammengestellt und mit Waggons und ja, alles Mögliche und da haben wir uns dann auf Biegen und Brechen durchgekämpft, dass wir in den Zug gekommen sind und erstmal dann bis Eberswalde. Naja, und wie wir dann über die Oder waren, dann konnten wir ja noch Luft holen und das letzte Hemd eventuell behalten. Mhm. Und, aber in diesem Ort sind Sie richtig von vielen, vielen Leuten beraubt worden? Ja, ach, Tausende. Noch Tausende. Da sah das aus auf dem Bahnhof, da lagen Sachen. Erst haben sich ja wohl die Polen und alles, was da rumgeschwirrt ist, das, erst das Gute genommen. Und was nicht so gut war, haben sie weggeschmissen. Aber ja, nachher haben sie ja schon fast alles genommen. Ne? Ja. Und wie ist Ihre Mutter von Berlin nochmal hierher gekommen dann? Ist sie da? Ja, wieder mit dem Zug sich durchgekämpft. Sie verstand auch ein bisschen die Sprache, weil sie schon damals den Ersten Weltkrieg mitgemacht hat und sie konnte nicht mehr so gut sprechen, aber mein Oma und mein Opa, die konnten beide noch fließend Russisch sprechen. Und sie hat immer schon mitgehört, was die wollten und was die vorhatten. Ne? Und das hat auch noch ein bisschen dazu beigetragen. Ne? Und ja, und dann ist sie zurückgekommen und dann hat meine Tante mir von Thüringen wieder hochgebracht nach Berlin, wo man ja auch 3 Tage zu brauchte, ehe man wieder nach Berlin kam. Und dann hatten wir dann nachher die Siedlung genommen. Und Sie sind ins Haus, da wohnten noch keine Polen drin, als Sie in das Haus wieder ist? Wir haben kein Haus mehr hier. Unser Haus, es wurde ja um Answalde fürchterlich gekämpft. Ja. Und da kam ein Panzerzug auf Schienen, ein deutscher Panzerzug, und der hat sich wirklich durchgekämpft, durch die russische Front. Die Russen waren schon alle da.
hat sich wirklich durchgekämpft. Und da waren bei uns auch die Russen schon in der Wohnung und suchten schon Uhren und alles Mögliche. Und da haben nachher, wir haben es zum Schluss im Stall versteckt. Weil wir in ihrem eigenen Stall? Zwischen die ganzen Russen waren nur Oma, Opa, meine Mutter und ich. Mein Vater war da am Krieg. Ja. Und da hat der deutsche Panzerzug sich wirklich durchgekämpft. Und da lagen den nächsten Tag an unserem Hoftor 7 oder 8 tote russische Soldaten. Und da wegen haben sie wohl unser Haus angesteckt. Sie haben gemeint, es wäre SS da drin gewesen. Obwohl unser Haus auch mehr Leidenschaft mitgezogen war. Der eine große Giebel, der war fast rausgeschossen und alles. Und wir saßen dazwischen wie ein kleines Häufchen Unglück. Naja, und 6 Wochen später haben sie dann auch unseren Stall und Scheune und alles andere abgebrannt. Und wo hat Ihre Mutter nach den Betten gesucht? Nach den Betten, weil Sie sagten, sie ist nochmal nach Hitzdorf, um Sachen wir waren dann zum Schluss, wir mussten ja irgendwo versuchen zu bleiben, bei meiner Patentante. Und die hatte auch reichlich und die hat auch gesagt, nimm, ist egal, ob die anderen das nehmen oder du nimmst es gleich mit.